Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Teil meiner Trilogie Berlin-Schwarzwald-Berlin. Ich bin jetzt hier in Berlin-Prenzlauer Berg von meinem Laden und lade nochmal die letzten Wattstunden in den Akku, damit ich dann morgen früh gleich um 5 Uhr komplett vollgeladen losfahren kann. Ihr seid mit dabei jetzt im ersten Teil, da geht es um die Hinfahrt. Wie macht die Maschine das? Wie oft muss ich laden? Wie weit komme ich auf der Autobahn? Was macht der Windschatten? All diese Fragen werden dann dort beantwortet. Es ist 3.30 Uhr am 25. September 2020. Ich konnte nicht mehr pennen, bin einfach mal aufgestanden vor Aufregung. Habe ich alles mit dabei? Schaffe ich die Strecke? War es doch zu weit? Wie wird das Wetter? Also ich habe jede Menge Fragen im Kopf, die hoffentlich heute beantwortet werden. Ich freue mich sehr auf die Strecke. Ich habe ein bisschen Angst wegen dem Wetter. Es wurden also teils apokalyptische Voraussagen getroffen, also von Schnee ohne Ende bei 3 Grad bis hin zu, ja, zur Hölle des Wetters, die auf uns reinbrechen soll mit dem Wetterumschwung. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass es nicht die ganze Zeit schüttet. Ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gut gerüstet. Jetzt geht es erstmal los Richtung Coswig, 115 Kilometer, und dann gibt es den ersten Stopp mit dem ersten Brötchen. Auf wie geht's? Das Tolle an den frühen Morgenstunden ist immer, dass es so schön leer ist. Ich habe an der Zero noch ein paar Änderungen vorgenommen. Ich habe zum Beispiel jetzt das Drehmoment nach unten gepackt ein bisschen. Ich habe den Regen-Traktionsmodus drin, falls es anfängt zu regnen, dass ich dann gleich ein bisschen besser geschützt bin, hoffentlich bei Nässe. Die Geschwindigkeit habe ich offen gelassen, einfach wenn ich dann doch überholen möchte, dass ich nicht bei 113 irgendwie dann am Hahn hänge. So ein bisschen nachteilig bei der Zero ist, dass wir den Modus nicht verstellen können, wenn wir fahren. Das heißt, ich müsste halt wirklich anhalten und dann umstellen in den Modus, den ich haben möchte. Und ich habe die Rekuperation beim Rollen rausgenommen. Einfach, wenn ich jetzt auf der Autobahn geradeaus fahre, dass ich dann lieber ausrolle, als zu bremsen mit der Motorbremse. Ich hoffe, dass es auch nochmal ein paar Wattstunden spart. Und ansonsten, ja, Rekuperation, wenn ich den Bremshebel antippe, dass ich dann eine Menge Energie wieder zurückholen kann. Mal sehen, wie mich der Modus durch den Tag bringt. Nach 5 Kilometern bin ich jetzt schon auf der Autobahn. Die wird mich jetzt den ganzen Tag begleiten. Normalerweise bin ich nicht so der Autobahnfahrer, aber um die Strecke zurückzulegen, brauche ich halt einfach irgendwie Geschwindigkeit und Strecke. Insofern wäre ich sonst noch länger unterwegs. Heute Abend gegen 19, 19.30 Uhr soll es Essen geben. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich würde mich sehr freuen. Zum einen wegen dem Hunger, zum anderen, um die Leute dann schon vorher mal zu sehen und kennenzulernen. Ich gebe mein Bestes. Ja, zu früh gefreut. Brückensperrung. Autobahn einfach mal abgefahren und jetzt stehe ich hier und keine Umleitungsschilder. Das fängt schon super an. Die ersten Regentropfen. Nein, nach 10 Kilometern. Ich krieg einen Hals. Das sieht gut aus. Nicht zu früh freuen. Aber ich glaube, ich bin wieder auf der Autobahn. Das sieht gut aus. So, jetzt aber. So, ich muss jetzt hier runterfahren. Ich muss die Kamera abmachen. Das schüttet so dermaßen. Packe ich euch jetzt in den Koffer und dann habt ihr schön trocken. Krass. Also es ist noch sehr warm, die Straße, und das ist so nass, dass der ganze Dampf hier entsteht. Coole Sache. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich bin hier in Coswig, Anhalt, nach 122 Kilometern mit 0% angekommen. Zum Glück hat die Ladung hier gleich gut funktioniert mit 12 kW. Das heißt also, in knapp 55 Minuten geht es dann weiter. Uhu, es hat aufgehört zu regnen. 128 Kilometer mit 3% Rest hier angekommen. Nähe Eisenberg bei Jena ist das an der A9. Hier habe ich schon mal geladen, deswegen wusste ich, dass das hier ganz gut funktioniert. Sonst wäre ich jetzt auch nicht so auf Null gefahren. Wobei ich immer geschaut habe, dass in den Orten, wo ich bin, auch immer noch mal eine zweite oder dritte Ladesäule zur Verfügung steht, wo ich dann zur Not ein Stückchen weiterfahren kann. Ja, zum Glück hat es aufgehört. Es war echt ziemlich anstrengend mit dem Regen. Irgendwie, man sieht nichts. Ja, irgendwie ist doof. Und auch mit der Helligkeit ist echt ziemlich schön. Ja, fährt sich super, macht echt viel Spaß. Und ich finde, für eine Autobahngeschwindigkeit ist es völlig in Ordnung von der Reichweite her. Man muss dazu sagen, dass ich auch wirklich voll bepackt bin. Also ich habe jetzt hier den GoE-Charger drin, das Ladekabel. Hier hinten haufenweise Essenskram und Kamera-Equipment. Und da drüben sind dann meine ganzen anderen Sachen noch drin. So ganz ohne Planung geht so eine Strecke natürlich mit dem Motorrad wahrscheinlich noch nicht. Ich habe mich zu Hause mal hingesetzt, habe
mir mal im Umkreis ein paar Ladesäulen rausgesucht. Das ist jetzt der Hinweg. Und habe mir dann die Adressen hier reingeschrieben, teilweise nochmal mit Ausweichlösungen dann. Und in etwa die Kilometer, ich habe am Anfang ein bisschen höher gesetzt, das ist also wirklich so gerade an der Grenze, aber so 105 bis 110 sind irgendwie locker machbar, das ist also gar kein Thema. Ich bin jetzt auf dem zweiten Teilstück so ein bisschen schneller gefahren, teilweise im Windschatten von so einem Transporter oder irgendwie sowas, habe jetzt irgendwie 10, 15 Kilometer mehr Reichweite gehabt. Ob sich das jetzt aufwiegt, ob ich jetzt hier 5 Minuten mehr lade oder nicht, oder ob ich schneller fahre oder langsamer fahre, ich glaube, das nimmt sich hinten raus nachher nicht so wahnsinnig viel, weil natürlich einfach diese Ladezeit und Ladegeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Fahrens irgendwie begrenzt. So, wir sind bei 97%, 9,5 kW. Jetzt macht es eigentlich nicht mehr wirklich viel Sinn, großartig länger zu warten. Kabel ab, nicht hinfallen, zurückstecken, Klappe zu, fertig. Ach, schön, dass ich euch wieder mit dabei habe. Ihr habt mir so ein bisschen gefehlt. Irgendwie kam es mir gerade lauter vor als vorhin. Ich habe meine Ohrenstöpsel vergessen. Ach, schön, ohne Regen macht es gleich doppelt so viel Spaß. Oh Mann, hat das geschüttet vorhin. Den Windrädern bin ich jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich hier vorbeikomme. Es sieht so aus, als wenn die einfach normale Strommasten genommen haben und die dann hier so hingeflackt haben. Ne? Also Sachen, die es schon gibt, einfach genommen, Windrad oben drauf, fertig. Coole Aktion. Ich glaube, in Himmelkron hat einer der ersten Ionity-Ladestationen aufgemacht. Schließen Sie einen Ring an den Kopf, so. Zack. kW, das ist mir ein bisschen wenig. Ne, also das will ich nicht. Also der regelt jetzt hier runter von der Ladesäule aus. Also ich könnte 12 kW, aber die Ladesäule scheint irgendwie was anders zu machen. Das heißt, hier laden wir jetzt noch mit 6,3. Das ist mir zu wenig. Das würde jetzt 1 Stunde 40 dauern. So viel Zeit habe ich nicht. Ich möchte gern zum Abendbrot da sein. In dem Fall ist jetzt nicht so wild. Ich fahre zu der anderen. Ja, die Ladesäule soll eine in der Autobahnkirche sein. Ich sehe da schon so ein Kreuz. Wir sind also auf dem richtigen Weg. So, jetzt geht die Sucherei mal los. Da, ich sehe sie. Geschultes Auge. Ja, ist natürlich ohne Kabel schon ganz schön komfortabel. Reimt sich jetzt, habe ich mir nicht ausgedacht vorher. Aber ja, das dauert zu lange. 1 Stunde 40, das geht nicht. Mensch, jetzt kommt sogar die Sonne ein bisschen raus hier. Mal ein bisschen das Wasser rausschütten. Zack. Ihr seht es vielleicht. Genau, 11,5. Das ist das, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt hier 56 Minuten. Das klingt doch nach dem Plan. So, in der Zeit suche ich mal noch die neue Strecke raus zum nächsten Ziel. Und ja, genießt die Aussicht hier. Schön. So, in 5 Minuten ist die Zero Fall. Dann geht es weiter nach Schwabach. Da habe ich endlich mal wieder ein bisschen Zivilisation. Das heißt, da ist die nächste Ladesäule dann an einem Einkaufszentrum. Ich werde jetzt gerade noch mal aktuell schauen, ob diese Säule frei ist. Bin dann knapp in einer Stunde irgendwie da. Und ja, kann mir dann vielleicht mal einen Schokoshake oder sowas besorgen. Habe ich mir, glaube ich, verdient. Weiter geht's. Hallo ihr. Na, habt ihr es schön warm und gemütlich gehabt? Trocken zumindest, ne? Ja, mache ich die Kamera nicht ans an Helm, ist es natürlich trocken. Mache ich es ran, dann regnet es. Ich bin jetzt hier mit 0% nach 110 Kilometern angekommen in Schwabach. Ja, bin ordentlich 130, 135 Kilometer gefahren pro Stunde. Und das hat dann doch schon ganz schön am Akku gezogen. Ja, jetzt gibt es ein kleines Softeis, habe ich schon gesehen, da hinten ein Softeis-Automat, und dann geht es weiter Richtung Hohenlohe Nord. Das war sie, die vierte Vollladung heute an diesem Tag. Ich habe immer mal die Akkutemperaturanzeige im Blick gehabt, da ist jetzt irgendwie überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ne, also wirklich, ja, ihr wart ja dabei. Ne? Viermal Autobahn, viermal Vollladen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den Blick, auf die Temperaturanzeige vom Akku. So, ihr seht es vielleicht. Also wir haben jetzt da diese Anzeige, die ist so, ja, Pi mal Daumen. Normalerweise, wenn ich losfahre, ist der Strich hier unten irgendwo. Vorhin war er dann halt eben ein Stückchen weiter oben und jetzt ist er nochmal ein Stückchen weiter oben.
Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht dann nach der fünften Vollladung. Ansonsten bin ich mehr als zufrieden. Das macht echt viel Fetz. Da sah das ähnlich aus. Ne? Da war das dann auch irgendwie eine Stunde fahren, bisschen drüber und dann eine Stunde laden. Ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einer Energica, die irgendwie dann mit 23 kW lädt. Ne? Aber ja, zumindest hier in Deutschland wäre es strommäßig teurer. Die Kilowattstunde kostet dann ich mal eben 28 Cent, sondern mindestens 10 Cent mehr. Klar geht es ein bisschen schneller. Aber bei uns, ja, kann ich mich immer nur wiederholen, in der Gegend gibt es halt eben doch noch relativ wenig Säulen mit CCS, gerade in den Umgebungsräumen, wo man dann halt irgendwie ein bisschen Spaß hat am Motorradfahren. Ich suche mir jetzt hier die nächste Auffahrt zur Autobahn und dann geht es Richtung Hohenlohe Nord, eine richtige Raststätte. Ja, mal gucken. Mein erster Stau. Och Mann. Da hoffe ich, ist nichts passiert. Oh. Oh, 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 oh. Das muss gerade hier passiert sein. Es stinkt total nach Gummi. Eieiei. Kurzer Ditcher. Boah. Da, der Beweis. Der Wind kommt direkt von vorne die ganze Zeit. Die Zero ist gleich voll und dann gibt es noch mal zwei kleine Zwischenhalte, wo ich nicht unbedingt vollladen muss, aber da sind irgendwie keine Ladesäulen dann direkt dort, wo ich sie brauche. Insofern lade ich zweimal nochmal nach und dann bin ich da in Schönau im Schwarzwald. Ich freue mich schon sehr. Die Maschine ist schon wieder bei 98%. Wir haben jetzt hier 9,4 Kilowattstunden geliefert in 50 Minuten. Bisschen könnte so noch, aber ich schmösch gerne weiter. Punkt 600 Kilometer habe ich gerade gefahren. Nicht schlecht. Da ist er. Da hinten ist der Fernsehturm von Stuttgart. Oh, blöder Berg. Hier ist Leonberg und der Uwe, glaube ich. Den alle mal Leo nennen. Weil es auf seinem Nummernschild steht. So, mein Navi sagt gerade aus Stuttgart. Kriegen wir hin. Ab in Stau. Nach so einer Strecke klingen die 160 Kilometer bis in Schwarzwald ja, wie ein Katzensprung. Ich bin gerade mega bolle stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, bis hierher zu kommen, ohne liegen zu bleiben, ohne zu verunfallen, ohne einzuschlafen. Ja, Wahnsinn. 110 Kilometer, die wir sonst immer mit ja, fast 100%, also von 100 auf 0 gefahren sind, haben wir jetzt noch 33 im Akku. Das heißt, so mit 67% die gleiche Strecke. Was so ein bisschen Windschatten ausmacht, ist schon echt derb. So, ich hoffe, dass der jetzt nicht runterregelt. Mal gucken. Ach Mist, ich hab's geahnt. 8,5 kW. Dann teilt er irgendwie die Leistung hier auf. Ja Mensch, Säulen gibt es, die gibt es gar nicht. Nachdem das Ding jetzt viermal abgebrochen hat, habe ich es nochmal einmal angestöpselt. Dann ging es komischerweise ganz gut. Und dann habe ich mal bei der Hotline angerufen, gefragt, ob die das einsehen kann. Und die sagt, nee, sie kann auf die Säule nicht zugreifen. Da ist wohl irgendwie 14 Uhr. Seit 14 Uhr kann sie auf die Säule nicht zugreifen. Und ich soll mir bitte eine andere suchen, da ist wohl noch eine in der Stadt. Und lustigerweise lädt das jetzt mit 11,5, also volle Pulle. Das heißt also, mein Plan kann doch noch umgesetzt werden, dass ich also hier volllade und dann direkt zum Restaurant fahre. Ja, letzte Etappe ist immer so, da hat man irgendwie irgendwann die Schnauze voll und möchte einfach nur noch ankommen. Das ist jetzt bei mir so der Fall. Ich würde jetzt gerne ankommen. Ich werde mich ein bisschen verspäten. Ich bin irgendwie, weiß nicht, 19.10 Uhr oder sowas da. Oh, da mein erstes Elektroauto, was ich sehe. Ein Peugeot. Ey, der sieht ja schick aus. Schön, schön. Ja, einfach ankommen, da sein. Und ich bin noch ganz froh, dass ich die Rückfahrt ein bisschen aufgeteilt habe, dass ich dann eine halbe Strecke schon morgen fahre und dann den Rest am Sonntag. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ich mache jetzt Stopp, ich kann nicht mehr. Ich muss auf Klo, ich muss pickeln. Und los. Was? Wenn? Ich krieg einen Hals. Fahre ich auch noch in die falsche Richtung oder was? Ah, okay. Was soll ich sagen? Mein Plan ging natürlich nicht auf. Ständig ist der LKW irgendwie abgebogen, dann muss ich den nächsten einholen, dann machen wir ein paar Kilometer weg, dann war es ein toller Gegenwind. Also sprich, ich komme mit der Akkuladung nicht bis zum Ziel. Ich muss doch nochmal die Zwischenladung in Tuningen wahrnehmen. Zwar nicht lange, aber es sind halt immer ein paar Minuten, das Ding zu finden, mit der Anstöpseln. Nein. Ist halt so. Ach, Mist, ärgert mich. Ach du Scheiße, da hinten ist Weltuntergang. Oh mein Gott, das fehlt jetzt noch. Alter, sieht das krass aus. Schwarz wie die Nacht. Oh nee, bitte nicht, ey. Bitte dich. Ich will ankommen. Oh, oh weia, ist da hinten schwarz. Alter Vater. Nach da hinten. Ich hab's gesehen. Oh Mann. Könnten sie echt mal ein bisschen größer machen, die Dinger. Okay, die Ladeleistung geht schon mal hoch, das ist sehr schön. Und auch auf 12 gleich direkt. Schön. 19.51 Uhr, müssen jetzt noch ein bisschen laden. Oh Mann, naja. Eine Stunde später, ist halt so. Also ich glaube, ich werde die Kamera abmachen, das ist mir da zu heiß mit dem, mit der Wolke, die da drüben vor sich hinkommt. Vielleicht an der Stelle mal ein kleines Fazit zu dem heutigen Tag. Das sind jetzt nur noch 80, 90 Kilometer. Also die Zeros fetzen schon, gerade so für Pendler sind die echt ziemlich cool, wenn man die abends irgendwie aufladen kann, wenn man auf der Arbeit aufladen kann. Ansonsten so für längere Touren würde ich mir wünschen, dass der Akku so ein Ticken größer ist. Also, weiß nicht, 14 bis 18 Kilowattstunden wären ziemlich genial, dass man wirklich mal Autobahn um die 150, 160 Kilometer schaffen würde. Und ich würde mir tatsächlich wirklich wünschen, dass so ein Schnellladegerät verbaut ist. Ja, also wir haben jetzt 6 Ladepausen, wenn ich jetzt hochrechne, bei 16 Stunden Fahrzeit. Pi mal Daumen nachher, wenn ich ankommen werde. Davon sind alleine schon 6 Stunden Ladezeit. Wenn ich die jetzt schon, weiß ich nicht, mit einem CCS mit 25 kW schon mal halbieren kann, dann sind das bloß noch 3 Stunden. Das heißt also statt 16 dann 13. Das ist dann schon ein ordentlicher Unterschied. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Ja, ich nenne mich ja nicht umsonst Zero Pionier und probiere die ganzen Geschichten mal aus und mach das mal. Aber das ist schon, es ist schon eine Herausforderung und auch eine Tagesaufgabe, ja. Also das ist schon echt verrückt. Na gut, ich werde jetzt hier nochmal 10 Minuten laden und dann mich nochmal verabschieden, wenn ich dann am Restaurant angekommen bin. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich natürlich noch die fette, dunkle Wolke mitgenommen. Bin dann hier klitschquatsche nass angekommen. Zum Glück hat mich der Uwe gleich hier in die Garage geleitet, konnte ich die Zero gleich aufladen. Da war natürlich auch wieder mal 0% drin, das ging also ziemlich runter. Und ja, aber gut angekommen, das ist die Hauptsache. Die letzte Strecke über den Feldberg war dann doch schon ziemlich bergig dann auch. Insgesamt bin ich gestern 883 Kilometer gefahren. 3.30 Uhr los, gegen 20 Uhr bin ich hier angekommen und danach waren wir dann noch schön essen beim Italiener, das war sehr, sehr lecker. Und ja, heute endet das Video an dieser Stelle. Ihr könnt gerne in den zweiten Teil reinschauen. Wir fahren nämlich jetzt gleich zum Electric Ride Schöne, also sprich der elektrischen Ausfahrt hier im Schwarzwald.